Ich darf euch jetzt jemanden ansagen, der schon neben mir steht, und zwar einen ganz besonderen Menschen. Man sieht es bei ihm ein bisschen an der Optik, aber ihr braucht sich nicht schrecken. Er ist wirklich jemand, der absolut authentisch ist, ein Mensch, der für das lebt, für was er steht. Und ich muss sagen, ich sehe ihn mittlerweile als Freund, und wir dürfen nicht vergessen, er ist Veranstalter hier, er hat hier die Verantwortung übernommen, und ohne ihn wird es die ganze Veranstaltung nicht geben. Sein Name ist Programm, er wird uns jetzt der Rede zaubern, wir freuen uns drauf. Begrüßt unser Merlin! Vielen Dank, lieber Thomas. Schön, dass ihr heute alle gekommen seid. Ich freue mich sehr, dass hier auf dem Residenzplatz so viele Menschen zusammengekommen sind, um Einigkeit zu demonstrieren und um sich trotz aller Unterschiede auf Gemeinsamkeiten zu besinnen. Auch wir, das Veranstaltungs- und Organisationsteam, kommen aus verschiedenen Kulturkreisen, Gesellschaftsschichten und haben verschiedene Überzeugungen. Gerade deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, ein gemeinsames Zeichen für Frieden, für Freiheit und für unsere von Gott gegebenen Menschenrechte zu setzen. Unsere Grund- und Menschenrechte werden derzeit massiv eingeschränkt. Angeblich zum Schutz unserer Gesundheit und um einer Überlastung des Gesundheitssystems vorzubeugen. Ich habe mehrere Jahre als Krankenpfleger gearbeitet und daher weiß ich, dass unser Gesundheitssystem die letzten Jahrzehnte systematisch kaputtgespart wurde. Es wurde gekürzt und eingespart, wo es nur geht. Anstatt 26,5 Millionen Euro Corona-Sonderförderung an die großen Medienhäuser Österreichs auszubezahlen, warum die Regierung das getan hat, könnt ihr euch mal selber fragen, hätte man diese Millionen besser in Krankenhäuser und Pflegekräfte investieren sollen. Genauso wie die 600 Millionen Euro, die man zur Rettung der Lufthansa-Tochtergesellschaft Austrian Airlines verschleudert hat. Dabei ist die Austrian Airlines nicht mal eine österreichische Firma. Für diese 600 Millionen hätte man etliche der angeblich so dringend benötigten Intensivbetten plus das nötige Pflegepersonal aufbauen können. Ja, sogar ganze Krankenhäuser. Anstatt die Bevölkerung flächendeckend unter Quarantäne zu stellen und die Wirtschaft zu ruinieren. Man hätte mit den vielen Millionen auch endlich mal die Pflegekräfte für ihre Arbeit ordentlich entschädigen können. An all die Pflegerinnen und Pfleger, die sich seit Jahren in den Krankenhäusern und Pflegeheimen bemühen, der Bevölkerung die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie anstrengend die Arbeit ist. Und ich habe größten Respekt vor jeder Pflegerin und jedem Pfleger und eurer geleisteten Arbeit. Im Namen aller, die heute hier stehen, möchte ich euch allen Danke sagen. Danke, dass ihr trotz Unterbesetzung auf den Stationen und trotz Fachkräftemangels seit Jahren euer Bestes gebt. Und das bei schlechter Bezahlung, Schichtdienst und massiven Überstunden. Die Regierung sollte die zig Millionen Subventionen plus die 8 Millionen, die sie allein im ersten Quartal dieses Jahres für Eigenwerbung ausgegeben hat, lieber in den Wiederaufbau unseres Gesundheitssystems stecken. Apropos Eigenwerbung, meine Oma hat immer gesagt, nur schlechte Produkte brauchen Werbung, gute verkaufen sich von selbst. Des Weiteren möchte ich mich bei der Salzburger Polizei bedanken für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld dieser Kundgebung. Ich weiß, dass auch viele Polizistinnen und Polizisten die derzeitigen Entwicklungen mit großer Sorge betrachten, nur dürft ihr es nicht offiziell sagen. An dieser Stelle möchte ich euch Mut machen. Habt den Mut, euch für die Freiheit und Grundrechte der Menschen einzusetzen. Denn die Regierenden benötigen euch, um ihre Gewalt zu exekutieren. Ohne eure Mithilfe haben sie keine Macht über die Bevölkerung. Wir brauchen euch jetzt. Denn ihr seid Teil der Bevölkerung. Ihr seid Mütter, Väter, Nachbarn und Freunde. Der politisch verordnete Entzug unserer Freiheit, wie wir ihn gerade erleben, ist völlig unverhältnismäßig. Ausgangssperren und Berufsverbote, dachte ich bislang, gäbe es nur in einer Diktatur. Wir können den diktatorischen Verhältnissen und dem drohenden Impfzwang nur als vereinte Bevölkerung etwas entgegensetzen. Wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Mein Dank geht auch an die mutigen Journalisten und Ärzte,
die in diesen schwierigen Zeiten trotz Diffamierung und heftigen Gegenwind aus den eigenen Reihen kritisch ihre Meinung sagen, sachlich aufklären und für unsere Freiheit und Grundrechte aufstehen. Ich will auch den Rechtsanwälten danken, die sich durch Gesetzestexte und Paragraphen arbeiten und vor den Gerichten das Recht der Bevölkerung einklagen. An jene Anwälte, Journalisten und Ärzte, die sehen, was derzeit geschieht, aber eingeschüchtert schweigen, bitte bringt den Mut auf, eure Wahrheit zu sagen, erzählt, was ihr seht und was vor sich geht und steht gemeinsam mit uns auf. Die Bevölkerung wird es euch danken und ihr seid nicht allein. Jeden Tag verstehen mehr und mehr Menschen, dass hier etwas nicht stimmt. Einen ganz besonderen Dank aussprechen möchte ich an jeden Einzelnen von euch, hier vor Ort und überall auf der Welt, der für unsere Freiheit und Menschenrechte auf die Straße geht. Denn auf den Schultern derer, die heute auf die Straße gehen, wird die Veränderung des Systems getragen. Ich danke euch allen. Nur als vereinte Bevölkerung, die sich auf Gemeinsamkeiten statt auf Unterschiede besinnt, können wir die Probleme unserer Zeit lösen und weiterer Spaltung entgegenwirken. Wir Menschen leben in Familien und wir bilden Gemeinschaften, um uns gegenseitig zu unterstützen. Genauso wie die Millionen und Abermillionen von Kleinstorganismen, Pilzen, Bakterien und Viren, die unseren Körper besiedeln, in einem kooperativen Miteinanderleben unser Immunsystem trainieren und unterstützen. Wir brauchen diese Symbiose. Sie leistet einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesundheit. Wir Menschen sind keine klinisch reinen Wesen. Ganz im Gegenteil, wir bilden eine Lebensgemeinschaft mit vielen Kleinstorganismen. Und so hat die Natur Leben konzipiert. Wir brauchen ständigen Kontakt und Austausch mit Keimen, Bakterien und Viren untereinander, denn dadurch trainieren wir unser Immunsystem und halten es am Laufen. Jeder Eingriff in dieses Gleichgewicht kann schwere Folgen haben. Deswegen sehe ich die Social Distancing-Propaganda und das ständige Desinfizieren von allem schon jetzt als großes Problem für die Volksgesundheit an. Das Leben funktioniert nicht allein und isoliert, ganz im Gegenteil. Wir leben in Gemeinschaften und entwickeln uns zusammen. Auf die richtige Balance kommt es an. So wie wir die Natur behandeln, so behandeln wir uns selbst und einander. Wir sind eine Menschheitsfamilie und sind alle miteinander verbunden. Die gleiche Luft, die gleiche Erde, das gleiche Wasser, überall. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig auszubeuten und zu bekriegen. Wir sollten einander Liebe, Achtung und Respekt entgegenbringen. Mahatma Gandhi hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Gemeinsam gestalten wir unsere Welt, wir wandeln sie in das Paradies, das sie sein kann und sein soll. Wir alle, gemeinsam. Danke euch.